Liebe HiFi-Freunde, heute steht für euch Matheunterricht an. Keine Sorge, die 2 Minuten schaffen wir schon. Das Wichtigste gleich vorweg, Dezibel ist das Ergebnis der mathematischen Berechnung eines Werteunterschieds. Das heißt, dass es nur das logarithmische Verhältnis zweier Größen angibt. Man kann das für praktisch alle Größen berechnen, zum Beispiel Liter, Meter, Kilogramm, Grad Celsius und so weiter. Wenn also jemand sagt, der Lautsprecher macht maximal 100 Dezibel, dann müsste er richtigerweise hinzufügen SPL für Sound Pressure Level. Denn die 100 dB sagen nur, dass der Lautsprecher 100 dB lauter spielen kann als ein 0 dB Referenzwert. Mit dem Zusatz SPL weiß man dann, dass es sich um eine Schalldruckgröße handelt. Durch die logarithmische Basis ergeben sich daraus folgende wichtige Zusammenhänge. 3 dB mehr Lautstärke sind der Wahrnehmung eine geringe Erhöhung, entsprechen aber schon einer Verdopplung der Eingangsleistung. 6 dB mehr Lautstärke erfordern schon die vierfache Leistung und 10 dB, das ist gefühlt die doppelte Lautstärke, benötigen schon die zehnfache Leistung am Lautsprecher. Daraus folgt, dass ein Lautsprecher mit 90 Dezibel bei 1 Watt und 1 Meter Entfernung gegenüber einem Lautsprecher mit 87 dB nur die halbe Leistung verarbeiten muss, um die gleiche Lautstärke zu erreichen. Zum Abschluss sei noch gesagt, dass viele Lautsprecherhersteller die dBSPL-Werte bei 1 Watt und auch den Maximalschalldruck sehr unterschiedlich ermitteln. Deshalb ist dieser Katalogwert mit großer Vorsicht zu genießen, wie übrigens alle Katalogwerte. Die Quadralangaben beziehen sich immer auf eine Messspannung von 2,8 Volt. Wenn euch dieser Exkurs in die Mathematik gefallen hat und ihr mehr über technische Werte erfahren wollt, dann schaut euch das Video zum Thema Frequenzgang an. Am besten direkt unseren YouTube-Kanal abonnieren und keine Folge von Audio Experts mehr verpassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!